Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Merlus, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julia. Vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Mein Mann ist vor 5 Wochen unerwartet gestorben. Das ist doch gelogen! Ich wollte ihn nicht hergeben. Wir wollten für immer zusammen sein. Ich habe ihn im Garten beerdigt. Die Spurensicherung wird das überprüfen. Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders.